Rote Karte finde ich persönlich ein bisschen zu hart, aber wenn der Schiedsrichter so entscheidet, ist okay. Nur, dass das so ist, dass wir alle uns nach den Regeln halten müssen, was ja auch klar ist. Und bevor das Spiel rausgeht, ein Spiel angepfiffen wird, das 2-2 fällt. Ich meine, auch sonst hätte Tososa wahrscheinlich den verwandelt. Aber das war halt so ein bisschen, ja, hat einen bitteren Beigeschmack so. Und danach habe ich das Gefühl, ohne die Schuld jetzt bei den Schiedsrichtern zu suchen, war es so, dass der Große für den Kleinen abgefischt hat. Ja, ich sag mal, eigentlich hatten wir den Gegner ganz gut im Griff. Wir sind nicht richtig zum Torabschluss gekommen. Auf dem Platz war das auch schwierig und der Gegner hat das auch gut gemacht. Die haben tief gestanden und zu ihren Verhältnissen haben die das gut umgesetzt, sag ich mal, und uns auch kaum Torchancen ermöglicht. Also ich sehe es von zwei Seiten. Einerseits muss ich sagen, dass ich auf meine Mannschaft echt stolz bin. Sie haben gefightet, gekämpft. Die erste Halbzeit haben wir sehr gut gespielt, sehr gut gegengehalten. Ich fand auch, ich habe nach der ersten Halbzeit gemerkt, dass es vielleicht sein kann, dass wir auch noch eine Chance hätten, das Spiel zu gewinnen. Wir sind ja auch kurz in Führung gegangen. Nur leider hat in der zweiten Halbzeit die Disziplin nicht mehr so ganz funktioniert bei uns. Unsere Mannschaft hat ein bisschen nachgelassen. Und dann haben wir ja noch die zwei roten Karten bekommen. Die haben uns dann den endgültigen Rest gegeben.